Unsere politischen Spitzen führen einen Kampf gegen das eigene Volk. Dass sie sich offen gegen die eigenen Bürger stellen und daraus auch kein Geheimnis machen, das ist man inzwischen nach 2 Jahren willkürlicher Bevormundung und Impferpressung gewohnt. Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, setzt noch einen drauf. Sachsens hochgelobter Ministerpräsident fällt nicht erst seit Ausrufung der Corona-Pandemie durch Wortbruch und Wendehalsmanöver auf. Auf seinen Wahlplakaten wirbt er aber genau damit. Kretschmers Wort gilt. Einmal durften wir die unerschütterliche Statik seines Wortes in der Causa Chemnitz bezeugen. Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt, meine Damen und Herren. Das hatte er noch gesagt, unmittelbar nach dem Mord durch einen Asylbewerber und der darauffolgenden Proteste gegen die Merkelsche Migrationspolitik. Als sich allerdings der Wind drehte und die ersten Konsequenzen für diese Haltung ins Haus hagelten, schwenkte er um und ich will sagen, auf eine äußerst schmierige Art und Weise. Der in seiner Beurteilung auch der Situation in Chemnitz, was das Video angeht, auch nicht vollumfänglich, glaube ich, informiert war und deswegen auch Dinge gesagt hat, die so aus meiner Sicht auch nicht stimmen. Sie haben damals Teile seiner Erklärung übernommen und gesagt, dass es keine Hetzjagd in Nein, ich habe Chemnitz überhaupt gegeben nichts hat, ne? übernommen. Nein? Ich Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Habe eine Rede gehalten, ich habe eine Regierungserklärung gehalten, ich habe mich vor diese Stadt gestellt, vor die Einwohner und habe gesagt, es ist eine kleine, bösartige Minderheit, die aber nicht für diese Stadt steht. Diese Stadt ist weltoffen und sie hat jetzt auch in dieser schwierigen Phase zusammengehalten. Und Sie würden auch immer noch sagen, dass es keine Hetzjagden gegeben hat? Es war eine extrem schwierige Situation und wir sind da durchgekommen, weil auch über Parteigrenzen hinweg wir zusammengehalten haben. Und die Debatte, die Herr Maaßen dann angefangen hat, hat uns insofern geschadet, dass er sie verlängert hat. Das Das heißt, Sie nehme ich ihm distanzieren auch sich persönlich jetzt auch davon? sehr übel. Aber mir geht es jetzt vor allen Dingen darum, dass wir auch in dieser Frage ordentlich miteinander umgehen. Chemnitz ist eine wunderbare Stadt, die hat sich toll entwickelt und diese schwierige Situation haben wir gemeistert. Und jetzt geht es darum, dass diese Stadt wieder die Chance bekommt, ein positives Image zu haben, was sie im Grunde genommen hat. Das ist unglaublich lebenswert und dynamisch. Frau Kipping. Gab es nun Hetzjagden oder nicht, Herr Kretschmer? Das ist eine einfache Frage, die eine einfache Antwort verlangt. Zudem stand Michael Kretschmer auch in der Impfpflichtdebatte unumstößlich zu seinem Wort. Ich habe jetzt am Wochenende das eine oder andere gehört, hab auch, bin auch angeschrieben worden, so eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Das gab es nicht und das wird es auch in der Zukunft nicht geben. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, abgesehen davon, wir haben überhaupt keinen Impfstoff, aber gehen wir mal von dem Fall aus, dass es kommt, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, dann ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Und lassen Sie uns gemeinsam auch solchen Leuten entgegentreten. Das war, als die Impfpflicht noch als krude und bösartige Verschwörungstheorie gehandelt wurde. Pflicht. Niemand hat sich eigentlich dafür ausgesprochen. Die Bürger werden das der Politik nachsehen, denken Sie, wenn es dazu käme? Also erstens finde ich, dass es ein kluger Vorschlag ist. Wenn er von Ihnen kommt, dann finde ich es erst recht, weil es muss die Möglichkeit geben, dass jetzt eine breite Debatte stattfindet über verschiedene Konzepte. Das muss die Bevölkerung mitkriegen. Wir müssen deutlich machen, was der Unterschied ist zwischen Impfzwang und einer Impfpflicht. Es muss deutlich werden, derjenige, der sich entscheidet, ich will mich nicht impfen lassen, muss dann auch die Konsequenz tragen. Die muss dann auch dargestellt werden. Und dann hat das bestimmt nicht für jeden, aber es hat auf jeden Fall auf die Gesellschaft einen befriedenden Faktor. Wir merken, die Impfstoffe sind sicher. Wir sehen die Kosten, die damit verbunden sind, wenn man einen Lockdown hat. Wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, der geimpft ist. Es ist jetzt eine ganz andere Zeit als vor einem oder erst vor einem Dreivierteljahr. Ich glaube, die Zeit ist reif und mit dem Verfahren wird man eine Lösung finden, die am Ende zu einer Impfpflicht führt. Und das ist jetzt auch nach dem, was wir gesehen haben, richtig. Kretschmers Wort gilt. Wenn man sich in Sachsen auf eine Sache verlassen kann, dann ist es das Wort des Ministerpräsidenten. Was soll man von so einer Politspitze außer Opportunismus und Machterweiterung auch erwarten? Apropos Machterweiterung. Seit Februar feiern die meisten europäischen Länder die Zurückgewinnung der alten Normalität. So nicht in Deutschland. Deutschlands Freedom Day sollte dann der 22. März werden, aber auch diesen hat man, als es dann soweit war, wieder verschoben. 2. April.
Und selbst dieser Stichtag gehört gecancelt, wenn es nach dem Willen von Kretschmer geht. Er konnte sich aber glücklicherweise nicht gegen die eigenen Parteimitglieder durchsetzen, die eine weitere Verlängerung der Maßnahmen ablehnten, was man von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns und des Hamburger Senats nicht behaupten kann. Als ob man sich um jeden Preis an die Macht festkrallt, um ja nicht der Opposition auch nur ein Zugeständnis machen zu müssen. Und genau aus diesem Grund ist auch die zumindest vorläufige Kapitulation der allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren nur mit Vorsicht zu genießen. Dass man stattdessen dazu übergegangen ist, sich nun auf die Impfpflicht ab 50 Jahren zu fokussieren, ist haltlos wie selbst entlarven zugleich. Aber es zeigt, die Machthaber machen Zugeständnisse höchstens aus strategischen Gründen, Stichwort Salamitaktik, und dass das Thema der Impfpflicht spätestens ab März wieder auf dem Tisch ist. Der Marathon geht damit nach einer kurzen Sommerpause wie gewohnt weiter und das Armdrücken und Regieren gegen das eigene Volk erreicht damit ein neues Level. Soweit die Prognose bis hierhin.